Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Heute sind wir das erste Mal in unserem Studio und unser Gast ist heute Abend Janis Pavlovic. Guten Abend. Grüß dich, Janis. Janis, wir haben am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben sogar ein Derby gegen Rimpa. Freust du dich schon aufs Spiel? Ja, ich freue mich. Aber für unsere Mannschaft, jedes Spiel ist sehr wichtig. Was denkst du, Janis? Woran müssen wir aufpassen, damit wir dieses Spiel gewinnen? Ja, Rimpa spielt sehr diszipliniert. Wir müssen weniger technische Fehler machen und wir müssen unsere Chancen benutzen. Habt ihr jetzt diese Woche ein bisschen härter trainiert? Wir haben hart trainiert, wie immer, mit 100%. Was machst du dafür, damit wir dieses Spiel gewinnen, Jungs? Ich werde mit 100% spielen, im Abwehr und im Angriff. Ich werde 100% konzentrieren und unsere Tormann helfen. Buddy, wir brauchen Unterstützung von Zuschauern. Okay. Also jetzt kannst du die Zuschauer einladen zum Spiel. Wie? Warte. Kannst du sagen in deinem Anruf? Liebe Zuschauer, ich lade euch alle am Samstag zum Spiel ein. Janis, aber die Zuschauer sind bestimmt neugierig, was du vor dem Spiel isst, wenn du so viele Tore machst. Meine Frau Inga kocht für mich Essen, aber das ist top secret, das darf ich nicht sagen. Und ich kann nur Vorspeise. Kannst du die Vorspeise mindestens? Ja, als Vorspeise esse ich Spinatsalat wie Papai. Okay, also das ist dein Geheimnis. Ja. Janis, wie sieht deine Vorbereitung für das Spiel aus? Ich stehe ganz früh auf, gehe ich spazieren, 2 Stunden, dann esse ich meine traditionelle Essen, dann trinke ich Coca-Cola. Damit du viel Energie und Kraft hast? Ja, und höre ich lettische Nationalmusik. Okay, und das hilft dir? Ja, meistens hilft. Also liebe Zuschauer, das war jetzt unser Handballmagazin mit Janis Pavlovic und wir sehen uns am Samstagabend beim Spiel um 19:30 auf dem Schulberg in der Bürgermeister-Göbels-Halle. Tschüss! Tschüss!